Willkommen, Freunde. Normalerweise ziehen es wilde Tiere vor, keinen Menschen zu begegnen. Aber wenn sie in schwierige Situationen geraten und es keine andere Wahl gibt, zeigen Tiere, dass sie fähig sind, Menschen um Hilfe zu bitten. Wie das geschieht und was passiert, wenn Menschen ihnen helfen, seht ihr in der heutigen Ausgabe. Der Hai kam vor der Küste Floridas zu einem Taucher geschwommen. Ihr denkt, er wollte den Mann angreifen? Nein, dieser Fisch verhielt sich sehr friedlich, sogar ein wenig aufdringlich. Der Taucher betrachtete ihn genau und entdeckte am Bauch einen großen Angelhaken, der dem Hai Qualen bereitete. Überraschenderweise wusste der Hai, dass dieser Mann ihn von der Qual befreien würde. Diese Schildkröte versuchte, einem Hai zu entkommen. Sie versuchte buchstäblich, an Bord eines Schiffes zu springen. Die Schildkröte hatte offenbar verstanden, dass es keinen anderen Ausweg gab. Aber es ist erstaunlich und rührend, dass sie die Rettung bei Menschen suchte und zum Glück auch fand. Dieser Leopard hatte Durst und versuchte, wenigstens ein wenig Wasser aus einem Metallgefäß zu trinken und blieb leider darin stecken. Das gefährliche Raubtier suchte nun nach Rettung. Und aus irgendeinem Grund entschied es sich, geduldig auf Menschen zu warten, anstatt wegzulaufen. Die Menschen ließen das arme Tier nicht in seiner Not allein und befreiten es. Was sind Menschen bereit für ihre Haustiere zu tun? Dieser tapfere Mann stürzte sich zum Beispiel ins Wasser, um seinen Welpen direkt aus dem Maul eines Alligators zu befreien. Er holte das Reptil aus dem Wasser und zog im letzten Moment mit Kraft die Zähne auseinander. Der Hund ist dank seines unglaublich mutigen Herrchens unversehrt geblieben. Das kleine Wildschwein wäre fast ertrunken, konnte aber gerettet werden. Schaut nur auf sein glückliches und dankbares Schnäuzchen. Und diese Welpen mussten einzeln vor dem Hochwasser gerettet werden. Glücklicherweise war die Evakuierung erfolgreich. Hier seht ihr, wie ein junges Reh zwischen Gitterstangen stecken geblieben ist und in Panik gerät. Eine Frau mit dem Namen Chloe, die in dem Moment hier joggte, konnte nicht gleichgültig bleiben. Was hätte sie tun können, außer mit bloßen Händen die Eisenstangen auseinanderzubiegen? Genau das hat sie getan. Wahrscheinlich kam ihr ihre Sportlichkeit dabei zugute. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Einige Minuten später sah Chloe das gleiche Reh, das wieder versuchte, durch die Stangen des Zauns zu schlüpfen und ein zweites Mal stecken blieb. Sie musste erneut Superkräfte aufwenden, um das arme Tier zu retten. Und hier versucht ein ganzes Team von Rettungskräften, den Kopf einer Kuh aus einer Falle zu holen. Die Arbeit wurde dadurch erschwert, dass sie, während sie die Kuh befreiten, auch den aggressiven Bullen vertreiben mussten. Einer Gruppe von Rettungskräften kostete es enorme Anstrengungen, diesen Schafsbock zu retten. Sie benutzten eine Leiter und kletterten nach oben. Zum Glück konnte der Bock gerettet werden und wurde freigelassen. Aber er lief nicht davon. Er blieb nicht nur zurück, sondern näherte sich auch den Menschen, als würde er sich bei allen Rettern bedanken. Dieses Haustier wurde von einem Python angegriffen, der das Opfer packte und begann es zu würgen und unter Wasser zu ziehen. Glücklicherweise scheinen die Besitzer des Hundes echte Superhelden zu sein. Mit viel Mut haben sie der Riesenschlange den Hund entrissen. Und jetzt seht ihr Aufnahmen von der Rettung eines Adlers. Er hatte sich in einem Stromkabel verfangen und die Menschen stiegen für seine Rettung mit einem Hubschrauber auf. Hier hängen gleich drei Kojotenwelpen im Fußballtor fest. Der Retter musste sie buchstäblich aus dem Netz schneiden. Dieser Hund blieb in einer Zeltbahn hängen, während er allein zu Hause war. Der Polizist kletterte über den Zaun, als er das Jaulen hörte, um ihn zu befreien. Der Hund war zwar in Panik, aber gleich nach seiner Befreiung sprang er dem Mann in die Arme. Dieser Hai ist selbst zu einem Fischerboot geschwommen, als er sich in Abfällen verfangen hatte. Überraschenderweise suchte der Fisch Hilfe beim Menschen. Außerdem winkte er nach der Rettung dankbar mit seinem Schwanz. Der Igel konnte sich nicht selbst aus der Dose befreien. Könnt ihr euch seine Panik vorstellen? Aber als der Mann dem Tier half, versuchte es nicht zu entkommen und rollte sich nicht zusammen, sondern hielt inne und schaute den Mann neugierig an. Manchmal verdient auch eine Schlange Gnade.
Diese Anaconda verhedderte sich in Fischernetzen, sodass sie von einer ganzen Gruppe von Menschen gerettet werden musste. Und nach der Befreiung versuchte das Reptil nicht sofort zu entkommen, sondern verhielt sich ruhig und ließ sich fotografieren. Dieses Känguru war der Frau nicht nur sehr dankbar für ihre Hilfe, es schmiegte sich so an, als wolle es sie nicht mehr loslassen. Das Video, in dem ein Känguru wie ein Kind seine Arme ausstreckt und eine Wildhüterin umarmt, wurde viral. Es sind Fälle bekannt, in denen Makaken Touristen das Essen wegnehmen. Aber diese Affen erwiesen sich als überraschend höflich. Sie scheinen die Regeln des guten Tons zu kennen und näherten sich kultiviert an einem heißen Tag, baten um Wasser und ließen sich ruhig bewirten. Dieser kleine Punkt auf dem Bildschirm ist ein Eichhörnchen. Es floh vor einem Raubtier und versuchte in Panik, einen Teich zu durchschwimmen. Als es merkte, dass es das nicht schafft, schwamm es selbst zu einem Boot. Woher wusste es, dass die Menschen ihm keinen Schaden zufügen würden? Das Tier ist einfach mutig an Bord gesprungen. Diese Ente hat ein Küken im Regenwassereinlauf verloren. Das Entenjunge ist einfach hineingefallen und kann nicht mehr heraus. Überraschenderweise verhielt sich die Ente so, als würde sie auf Hilfe von Menschen warten. Sie schaut sich um, sucht nach jemandem und schnattert. Und ihre Küken konnten wirklich gerettet werden. Es stellte sich heraus, dass mehrere Küken hineingefallen waren. Die Ente beobachtete die Rettung aufgeregt, vertrieb die Menschen aber nicht und folgte dann ruhig ihren Jungen in einen Käfig. Damit die Entenfamilie sich wohlfühlt, wurde sie im Park in der Nähe eines Teiches freigelassen. Um diesen Elefanten zu retten, musste ein ganzer Bagger eingesetzt werden. Der half mit seiner Schaufel dem tonnenschweren Tier aus der Grube. Und so sieht die Dankbarkeit eines Elefanten aus. Eine riesige, erwachsene Giraffe fiel in den Pool, versuchte, allein herauszukommen und ließ zunächst keinen Menschen an sich heran. Dann aber beruhigte sie sich und ließ sich herausziehen. Sie geriet überhaupt nicht in Panik und vertraute den unbekannten Menschen. Eine Gruppe von Menschen ging zum Angeln und bemerkte auf ihrem Weg einen Kranich. Der Vogel hatte sich in einem alten Fischernetz verfangen. Überraschenderweise blieb der Kranich sogar kurz mit seinen Rettern auf dem Boot. Wahrscheinlich bedankte sich der Vogel auf diese Weise bei ihnen. Eine Gruppe von Menschen bemerkte einen Hund im kalten Fluss. Das Tier konnte offensichtlich nicht hinüberschwimmen. Deshalb sprang der Mann, der eine Schwimmweste hatte, direkt ins kalte Wasser. Dabei biss der Hund in Panik sogar seinen Retter. Doch dann schaffte es der Mann, den Hund an Land zu ziehen. Freiwillige Helfer hatten mehrere Eulen gerettet und in die freie Natur entlassen. Aber eine der Eulen verlor an Höhe und fiel ins Wasser. Danach schwamm sie zielstrebig zu den Menschen, wohl wissend, dass sie ihr wieder helfen werden. Dieser weiße Hai war bei der Jagd nach Robben am Ufer gestrandet. Die Menschen blieben nicht gleichgültig und retteten den Raubfisch. Diese Frau brachte alte Kartons zum Müllcontainer, als sie ein Eichhörnchen im Wasserbecken entdeckte. Die junge Frau rettete das Tier nicht nur, sondern wärmte es auch und ließ es dann frei. Das Erstaunlichste ist, dass das Eichhörnchen die gute Tat nicht vergaß und die Frau an einigen der folgenden Tage besuchte. Das war's für heute. Glaubt ihr, dass Tiere Dankbarkeit empfinden können? Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Gebt ihm ein Like und bis bald!